Gemeinsam mit bayerischen Hochschulvertreterinnen und Vertretern besuchte der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler, die größte Holocaust-Gedenkstätte Israels. Eineinhalb Stunden bin ich jetzt mit einer Delegation bayerischer Präsidentinnen und Präsidenten von Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften durch die Gedenkstätte Yad Vashem gegangen. Es geht einem unter die Haut, wenn man diese dichte Phase der deutschen, der bayerischen, vor allem aber der jüdischen Geschichte miterlebt. Selbst ich als studierter Historiker bin wieder tief beeindruckt, wenn man in dieser Dichte diese Eindrücke bekommt und vor allem das Leid und die Verletzungen, die brutale Ermordung der Jüdinnen und Juden so unmittelbar und dicht gedrängt auch sieht. Es geht einem unter die Haut. Und gerade eben durfte ich in der Gedächtnishalle einen Kranz niederlegen für die bayerische Staatsregierung. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass man als bayerische und deutsche Politiker hier nach Yad Vashem kommt, um eben dessen zu gedenken, was zwischen 1933 und 1945 so schmachvoll und für immer mit Deutschland verbunden sein wird. Gott sei Dank haben wir heute eine andere Situation und wir haben viel dazugelernt. Trotzdem spüren wir, dass es heute auch wieder schwieriger wird. Antisemitismus wird wieder salonfähig. Blöde Witze, dumme Bemerkungen, Beleidigungen. Ja, das ist alles wieder möglich. Und das Auftreten und Aufsteigen von politisch radikalen Parteien am rechten Flügel lernen uns auch, dass wir hier aufpassen müssen, dass wir wachsam sein müssen, um hier die richtigen Antworten für die Zukunft zu geben. Bayern und Israel, Deutschland und Israel, das gehört zusammen. Hier gibt es eine große Tradition, dass wir Gott sei Dank auf guter Ebene hier gute Zusammenarbeiten finden konnten. Es sind gerade die jungen Menschen, die hier die Zukunft bauen. Und darauf setze ich nach diesen beeindruckenden 1,5-2 Stunden hier in Yad Vashem. Mit seinem Eintrag ins Gästebuch von Yad Vashem setzt Bernd Siebler ein klares Statement. Ein beeindruckendes Museum, eine herausragende Gedenkstätte, die die Geschichte darstellt, wie sie war. Hoffen wir auf die Jugend der Welt, hoffen wir auf ein Nie wieder.